Ein binäres Phasendiagramm besteht also aus zwei Komponenten. Die gibt es tatsächlich in Wirklichkeit. Und hier ist einmal eins dargestellt, nämlich von Kupfer und Nickel. Sie haben die Liquiduslinie, Sie haben eine Soliduslinie, Sie haben eine Schmelztemperatur von Kupfer, Sie haben eine Schmelztemperatur von Nickel. Und die Schmelztemperatur des Gemisches aus Nickel und Kupfer liegt irgendwo dazwischen. Die Erstarrungstemperatur ebenfalls. So, und was jetzt hier so aussieht, als wäre es tatsächlich zwei Phasen, ist eine einzelne Mischkristallphase aus Kupfer und Nickel. Allerdings kommt hier wieder diese dendritische Erstarrung zum Vorschein. Das ist also, hat nichts mit der Phase zu tun, sondern das ist mit Ammoniumpersulfat geätzt, sodass ich diese Dendritenstruktur sichtbar machen kann. Was Sie allerdings erkennen können, ist, dass diese Dendriten, also diese, bei den Schneeflocken kennen Sie, dass diese Verästelungen in Richtung der höchsten Unterkühlung, die immer dann auftauchen, wenn etwas tatsächlich sehr schnell anfängt zu wachsen. Da sehen Sie, dass die Orientierung dieser Dendriten einmal hier in einem Korn von links unten nach rechts oben verläuft. Hier haben Sie das Ganze sehr viel schräger. Hier oben ist ein weiteres Korn mit den Hauptverästelungen der Dendriten in diese Richtung. Das heißt, hier sehen Sie Korngrenzen. Die können Sie anhand dieser entsprechenden Verläufe der dendritischen Struktur erkennen. Es handelt sich aber tatsächlich nur um eine Phase. Also nicht dran denken, dass hier jetzt hell und dunkel ist. Es sind zwei Phasen. In der Regel ist es so. Aber heute ist es nicht der Fall. Ja, ich würde gerne noch einmal, bevor wir jetzt im löslichen, im flüssigen und Unlösigkeit im Festen einsteigen, noch mal einmal ganz kurz hier noch etwas ergänzen. Und zwar, machen wir es mal so rum. Einfach einmal andersrum. Ja. Schmelzpunkt A und Schmelzpunkt B. Wenn ich eine Legierung habe und die abkühle, dann trifft mein Legierungszustandspunkt auf meine Liquiduslinie. Ich ziehe die Konode und sehe, das ist mein erster Mischkristall, der sich bildet. Der ist A- oder B-reich? A-reich. Auch richtig. Ich bin immer mit meinem Mischkristall dort bei der Komponente mit dem höheren Schmelzpunkt. Im Laufe meines Abkühlvorgangs kann ich also zu jeder Temperatur eine Konode ziehen, bis mein Legierungszustandspunkt den Solidus unterschreitet. Was Sie feststellen ist, dass der Mischkristall seine Zusammensetzung entlang der Soliduslinie ändert. Und die Restschmelze, ihre Zusammensetzung, entlang der Liquiduslinie. Klar, wenn ich eine Schmelze habe, die hier ungefähr 70% A-Atome habe und ich entziehe dieser Schmelze auf einmal einen ganz A-reichen Mischkristall, dann muss meine Restschmelze folglich B-reicher werden, weil die A-Atome fehlen. Ja, das heißt, die letzte Schmelze, die noch flüssig ist, hat einen B-Anteil von über 80% B-Atomen. Im Mittel bleibt meine Legierung immer dort, wo sie war, ganz klar. Aber mit den Gehalten von Schmelze, von Festkörper und Schmelze und mit den Informationen aus dem Hebegesetz, nämlich wie viel Anteil Schmelze im Verhältnis zu Anteil Festkörper habe ich, ergibt sich im Mittel immer die Legierungszusammensetzung. Also, beim Abkühlen verändert sich die Zusammensetzung der Schmelze immer entlang der Liquiduslinie und die Zusammensetzung des Festkörpers entlang der Soliduslinie.
Also ich schmelze entlang der Dickviduslinie und Mischkristall entlang der Soliduslinie.